Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Zum Abschluss der Videoreihe über das Google Nexus 7 2013 gibt es auch dieses Mal wieder die Tipps für euch, wie ihr einen Screenshot erstellt und wie ihr das Gerät komplett zurücksetzt, beispielsweise wenn ihr es verkaufen wollt. Ein Screenshot erstellt ihr ganz einfach, indem ihr die Leise- und die Ein-Aus-Power-Taste gleichzeitig drückt. Dann wird der Bildschirm aufgenommen. So. Screenshot wird gespeichert und alles ist gut. Ich zeige euch das noch einmal. Ein-Aus-Power-Taste, leise. Screenshot wird gespeichert, ihr könnt es oben in der Benachrichtigungsleiste sehen, könnt diesen auch direkt teilen, wenn ihr wollt, oder ihn euch natürlich anschauen. Das war der erste Schritt, der zweite Schritt ist der folgende. Ihr zieht die rechte Leiste runter oder geht einfach in das Menü und dann zu Einstellungen. Geht dann runter zu Nutzer und findet hier den Punkt Sichern und Zurücksetzen. Dort steht dann meine Daten sichern, ja oder nein, automatische Wiederherstellung, ja oder nein und auf Werkszustand zurücksetzen. Alle Konten, die hier drauf natürlich gemacht sind bzw. festgelegt wurden, genauso wie alle Apps, Daten, Musik, Fotos und was ihr sonst drauf habt, wird natürlich gelöscht. Das möchten wir, also gehen wir runter auf Tablet zurücksetzen. Könnt ihr das lesen? Jetzt könnt ihr das. Klicken also drauf. Es wird noch einmal gesagt, dass wirklich alles gelöscht wird. Ihr klickt auf Ja. Alles löschen. So. Das Gerät schaltet sich aus und setzt nun alles zurück. Das Ganze wird dann wieder genau so sein, wie es bei Auslieferungszustand war. Ihr könnt das Gerät ohne irgendwelche Sorgen, dass mir jemand was von euch finden könnte, weiterverkaufen, verschenken oder was auch immer ihr damit vorhabt. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.